liegend geschobene Wand von Leibern, Armen, Beinen. Spitzknochige, fahle Schädel und Hohlnacken gegen die Fersen des Vordermanns, Vordermanns gesetzt. Stoßen, gestoßen. Treiben, gestoßen. Nur wenige Minuten standen mir nun zur Verfügung, um hinter dem Wall eine kleine Grube auszuheben und die Kinder zu begraben. Dann hieß es weiter zu, um die letzten Kräfte zu